Hallo. 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 Hier reinschauen. Hallo. Hier von mir gibt es heute wieder ein Tutorial und wie ihr es der Überschrift schon nehmen könnt, geht es um Back-to-School-Look. Und Melissa hat sich bereit erklärt, für mich Modell zu stehen, was ich super finde. Sie hat noch sehr jugendliche, frische Haut. Geht das zu mir? Ja, du bist 100 Jahre alt. Nee, ich habe es dieses Jahr nicht gemacht. Wenn ihr euch das vom letzten Jahr angucken könnt, wollt, ich verlinke es euch in der Infobox. Da habe ich auch schon Back-to-School-Make-up gemacht. Wie gesagt, wir machen im Folgenden ein kleines Tutorial, ganz simpler Look für Schule, Arbeit, je nachdem, wenn man einfach nur einen simplen Look haben möchte. Und die Augen sind einfach nur ganz schlicht gehalten, genauso wie die Haut, ganz frisch und ohne viel Tamtam. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser einfache Schullook funktioniert, dann guckt einfach weiter. Wir fangen jetzt an, Melissa ihre Augenringe ein bisschen abzudecken und die wenigen Imperfektionen zu kaschieren mit Concealer. Und für unter den Augen benutze ich von Bobbi Brown den Corrector und den Concealer. Das Ganze gehört Melissa, deswegen wundert euch nicht. Es ist alles in ihren passenden Farben. Einmal den Corrector in Light Bisque, das ist eher so eine rosa, peachige Farbe, damit die bläulichen Schatten abgedeckt werden. Und das ist sozusagen der erste Schritt, wenn man starke Augenringe hat wie ich. Genau. Und trotzdem genug schläft. Also hier erkennt man eigentlich den Unterschied schon ganz gut. Das hier ist der Korrektor, also Augenring mit Korrektor, Augenring ohne Korrektor. Also ich finde, das ist schon ein Wundermittel, wenn man starke Augenringe hat. So, jetzt haben wir die dunklen Augenschatten korrigiert und gehen ein bisschen drüber mit Pale Yellow. Das ist der Concealer von Bobbi Brown. Also ich muss für meinen Geschmack sind mir ein bisschen zu cremig. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt, damit sie nicht in irgendwelche Falten kriechen, die Melissa ja noch nicht hat. Das hat eine Stirn, das hier voll braun und der Rest ist nicht so braun. Das ist mal die Stirn, so ein bisschen angedeiht. Ja. Wenn man nicht die Haare aufmacht, dann sieht man den Ansatz nicht mehr. So, wir gehen jetzt so ein bisschen über kleine Rötungen und sonstigen Spaß. Oder gibt es Pickelmale? Pickelmale. Ich kann das gar nicht aussprechen, wenn es umwirkt. Ja, aber viel müssen wir nicht machen. Es ist ja auch schön sonnengeküsst und ich finde, man muss den Teint nicht unbedingt mit viel Make-up übertünchen, wenn es nicht nötig ist. So, jetzt kommen wir zu den Augen. Und vorher benutze ich ein bisschen Painterly Paint Pot, damit den ganzen Tag über nichts im Lidfalte rutscht. Vor allem, wenn man ein bisschen öligere Lider hat. Du hast so ein bisschen ölige Lider, ne? Mhm. Und dazu benutze ich einfach genau denselben Pinsel, den ich auch schon für den Concealer benutzt habe. Als Basefarbe benutze ich aus der Oslo Special Palette, ich verdeck dich jetzt mal, die zwei Farben, und zwar einmal dieses cremige Weiß, was schon fast leer ist, und dieses helle Braun, das beide mische ich. Und die beiden Farben sind komplett matt und ich finde, das ist auf jeden Fall, eignet sich auf jeden Fall besser als ein schimmriger Lidschatten für den Schulalltag. Auto. Und das kommt einfach über das gesamte Lid. Jetzt gehe ich einfach nur mit dem hellbraun ein bisschen unten an den unteren Wimpernkranz. Als nächstes werde ich den Kajal benutzen, und zwar von Avon. Das ist der Glimmer Stick in der Farbe Brown Glow. Und den benutze ich einfach nur ein bisschen zum Definieren des Wimpernkranzes, damit alles ein bisschen definiert wird. Schau mal nach oben. Und ich verbinde das Ganze ein bisschen mit dem unteren Wimpernkranz, aber auch nicht. Krass.
Okay, die Augen werden jetzt soweit fertig. Das Einzige, was wir noch machen, ist die Wimpern tuschen. Biegen brauchen wir es eigentlich auch nicht, weil damit habe ich auch früher nie Zeit verschwendet. Die Avon Spectra Lash. Darf ich sie selber tuschen? Du kannst sie gerne selber tuschen. Nur oben oder auch unten? Je nachdem, was hast du mal gemacht in der Schule? Nur oben. Dann tusch sie nur oben. So, die Wimpern sind getuscht und das hat sowieso relativ lange Wimpern. Da wäre der Effekt auch zu krass, wenn man oben und unten tuschen würde. Dann können wir mit dem Rest der Haut weitermachen. Und ich benutze Melissa ihren Lieblingsbronzer, den hat sie mitgebracht. Und das ist von MAC, das Mineralized Skin Finish Natural in der Farbe Give Me Sun. Und ich nehme einen großen, fluffigen Pinsel dazu, das ist der Blush Brush von Real Techniques. Auch schön, nur den Bronzer zu benutzen, gerade wenn man zum Beispiel in der Stirn dunkler ist als im Rest vom Gesicht. Kann passieren. Es liegt mit Sicherheit daran, dass ich mich immer auf dem Balkon soll. Dann benutze ich ein bisschen Puder, das ist auch nur das Puder in der Farbe, die sie eben braucht. Es ist jetzt momentan ein bisschen zu hell. Das habe ich jetzt schon über ein Jahr. Das ist das Studio Fix von MAC. Wenn das passiert, dann kann man auch ganz einfach den Bronzer mit dem Puder mischen, damit die perfekte Farbe dabei rauskommt. Ich werde das Ganze jetzt sowieso nur ein bisschen im Zentrum auftragen, weil man das im Moment relativ trockene Haut hat. Und ich finde auch zu viel mattieren sieht immer so unecht aus. Ich werde noch ein bisschen Rouge benutzen, weil wir beide sind Rouge-Kinder und ein bisschen Rouge macht Spaß und Fun und gute Laune. Und ich benutze von NARS die Farbe Torrid. Das ist auch von Melissa. Und deswegen benutze ich den auch. Und das kommt jetzt auch auf die Apfelbäckchen, auch mit demselben Pinsel. Also wie ihr seht, benutze ich heute auch relativ wenig Pinsel. Unser Lieblingsprodukt. Das ist eigentlich wirklich unser Lieblingsprodukt. Das ist von MAC Creme Brioche. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Habe ich Melissa zum Geburtstag geschenkt. Und ich benutze das selber schon seit, also ich habe das auch in der Schule schon oft benutzt, einfach um mich ein bisschen frischer zu fühlen. Und es ist das Geheimnis von Sex in the City. Das Geheimnis von Sex in the City, warum die Girls so fresh aussehen oder auch, es wird eigentlich immer Backstage benutzt auf fast allen Shows. Ich benutze es auch gerne als Lipgloss. Man kann es als Lipgloss benutzen, man kann es benutzen, um Lidschatten glossig aussehen zu lassen. Wir benutzen es generell als Highlighter, damit man einfach frisch aussieht. Und ich habe so einen kleinen Pups auf meinen Handrücken gegeben. Ist auch sehr ergiebig. Total ergiebig und das trage ich jetzt einfach da auf, wo man Highlighter eben aufträgt, vor allem an den Wangenknochen. Und das lässt sich auf jeden Fall am besten mit den Fingern auftragen. Gerade wenn es mit der Körperwärme so ein bisschen so anschmilzt, dann lässt sich es einfach viel besser verteilen. Was man ganz gerne gemacht hat, ist einfach, anstatt die Augenbrauen nachzuziehen oder sonstiges, ich habe einfach den letzten Rest von Creme rausgenommen und damit die Augenbrauen nachgefahren. Und damit habe ich sie fixiert und es war perfekt für den Tag. Also hier seht ihr das nochmal. Es ist ein ganz natürlicher Glanz, ohne Schimmer, ohne Glitzer. Und das ist auch das, was man für Arbeit, Schule oder sonstiges haben möchte. Und ich finde, man sieht instant frisch aus. Instant 8 Stunden Schlaf. Ja, zack, geschlafen. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Teil und zwar zu den Lippen. Melissa mag es immer ganz gern Nude, Natural. Und ich benutze hier von Catrice die Farbe Nude Alarm. Das ist jetzt einfach ihre natürliche Lippenfarbe, finde ich auch so ganz schön. Wir machen jetzt eine kleine Nude-Lippe dazu. Zum Abschluss gebe ich so einen kleinen Klecks von dem Clarins Lip Perfector drauf. Das hier ist die Farbe Nude, das ist die dritte Farbe. Und das gebe ich auch mit den Fingern einfach so ein bisschen in die Mitte. Ist auch eigentlich eher Pflegebalm anstatt Lipgloss. Und das ist doch, was ich gerne an dem Ding mag, dass es auch nicht nachklebt und die Lippen schön pflegt. Das war's. Das ist der fertige Look. Wie ihr seht, ganz easy eigentlich. Ist mir schon fast ein bisschen peinlich, wie einfach. Aber ich weiß ja, dass ihr immer gerne natürliche Looks sehen wollt. Ihr könnt natürlich auch gerne mal schreiben, wenn ihr was extravaganteres auch mal sehen wollt. Dafür erklärt sich mir das bestimmt auch mal bereit.
Für die Leute mit braunen Augen und braunen Haaren zu tauschen. ja, das ist außerdem der Look nach wie vielen Stunden? Das ist eine gute Frage. Jetzt ist es schon fünf. Wann also nach ungefähr, ja genau. Also nach ungefähr 4-5 Stunden ist das der Look. Also ihr seht, es hält wirklich super lange. Das Make-up schließt nochmal kurz deine Augen. Also nichts ist gecreased. Wär's das, oder? Das wär's. Dann bis zum nächsten Mal. Wie geht mein richtiger Spruch? Du schaust meine Videos nicht. Doch, ich schaue deine Videos, das sagst du am Schluss. Ich bin höchst enttäuscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Genau, so geht das. Tschüss.